und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. A Plague Tale Innocence. Ja, ich habe schon ein bisschen angespielt, nur um die Grafikeinstellung zu testen. Und habe die Grafik ein bisschen runterdrehen müssen. Ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel und lassen uns von der Geschichte von A Plague Tale Innocence forttragen. Kapitel 1. Das Erbe der Deruns. Du trödelst, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Ja, der Hund. Süß. Guck mal. Hallo, Hund. Ja, feiner. Ja. Gut, dann gehen wir dem Fadi mal nach. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Hat den Vogel aufgeschreckt. Der Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Leute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Echt schön gemacht, das Spiel. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Schleife? Ah, hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Ah, da ist die Schleife nicht mehr so ganz fit, würde ich sagen, hier. Da sind ein paar kleine Texturfehler, die Schleife. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Okay. Was gibt's jetzt? Tolles. Also kann man hier reinlaufen? Hey, man kann. Hey, man kann sich frei bewegen. Nee. Okay, gut. Ist doch ein Schlauchlevel. Magst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Nein, Amicia, denn ich finde es nicht. Kennt keine Angst. Ach, da ist es. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ach da, okay. Steinchen? Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Eins, okay. 2, 3, 4, 5. Alter, strich nicht so. So, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt.
aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Oh, Hundi? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, aha, schnell! Aha. Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Ja, so schnell laufen, ich meine, laufen sieht anders aus, ne? Man kann ja auch, gibt auch keinen Laufknopf. Leon! Oder? Warte auf mich! Doch, anscheinend gibt es einen Laufknopf. Aber es ist nicht viel schneller. Das ist Gehen, das ist Laufen. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Ach, echt Leon. Wunderschön gemacht alles hier. Der Bach und die Steine und die Bäume. Richtig cooler Wald. Ah, da bist du ja. Leon? Was hast du gewittert? Lieber Himmel. Und Schwein. Ein Wildschwein. Braver Hund. Was sind Steine? Hat er was gefunden? Psst. Drei Steine Sieh haben wir. Mal, okay. Ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Schleuder. Das habe ich gesehen. Ich hab oh mich nein, gesehen. Es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Oh je. Ziel auf seinen Kopf. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich sehe den Kopf nicht mehr. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dug dich ins Gras. Runter. Ich bin noch im Gras. Was? Das ist voll schwierig, Leute. So, auf den Kopf. Nein! Na los! Verdammt. Ich schaffe das! Ach! Ganz ruhig! Nochmal! Wie? Wie sieht mich das Schwein? Jetzt aber! Nice! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ich habe keine Steine mehr! Hier müssen irgendwo noch welche sein! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert! Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Also die Charaktere gefallen mir jetzt schon gut, ne? Der Vater ist gut gespielt. Ich komme, die, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Amelia, glaube ich, oder Amicia, oder wie sie heißt, ist echt gut gespielt. Bis jetzt der Hund vor allem. Alter, der Hund... Richtig, wie ein echter es Hund. Es blutet. Yeah. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Gehen wir nicht rein. Ist das Blut von einem Wildschwein? Zack. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Er bellt nicht mehr. Wäre ich hier gestorben, wenn ich hier durchgehe? Nicht, oder? Ne, man kann also auch hier durchgehen. Es dauert halt einfach länger. Für die Wissenschaft, Leute. Für die Wissenschaft. Sind wir jetzt dreckig? Ein dreckiges kleines Mädchen? Ne. Man sieht da die Füße nicht genug, um zu sagen, dass hier schmutzig geworden ist. Die Hose war so gut wie neu. Oh ja, hier hätte man sowieso durch den Schlamm geben. Die Fliegen. Was ist hier passiert, ey? Die Bäume sind alle kaputt. Vom Sturm wahrscheinlich. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Ja, ich schätze mal der Wind. Oh, was ist das? Was ist denn das für eine komische Zuckung? Das
ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Uah. Leon, komm her! Leon! Ach, ich höre einen Hund. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Leon, ich bin hier, ich komme. Nicht der Hund, bitte nicht. Okay. Aber was ist das? Leon. Ach, der Arme. Alter. Der Angriff der Killermaulwürfe. Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. Krass. A Plague Tale, Innocence. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Ach, der Arme. Er fängt es schon mal gut an. Hühner? Hühner, 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 Hühner. Schweine haben wir auch. Und kurz. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Naja, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen, ne, Flor? Später dann. Hallo? Da liegt mal ein Bohrer. Ein Hammer? Echt? Cooles Holzwerkzeug. Hier machen sie Bretter anscheinend. Aus einem Baum. Sägen sie das Brett raus. Richtig cool. Richtige kleine Burg. Mit Bauernhof und Köchin. Wahrscheinlich war die das Huhn gerade gerupft hat. Wahrscheinlich ein, hier ist ein Bienenstand. Oder wie sagt man da? Honig halt, ne? Die tun anscheinend auch gar nichts. Sind auch anscheinend keine Bienen, sondern kleine Papierflugzeuge. Naja. Da muss man jetzt nicht so viel Grafik drauf verschwenden, ich weiß schon. Ja, Pferden. Pferden 1. Hallo, Pferden. Ja, feiner. Cool. Schön gemacht. Der Schmied. Macht der Schmied? Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Er baut ein Hufeisen. Oder er schmiedet ein Hufeisen auch. Ich weiß nicht, ob er sich da nicht jetzt gerade selbst verletzt, oder? Guckt euch das mal an. Also es sieht schon sehr gefährlich aus, was er da macht. Mit den Fingern. Da das Hufeisen ja nicht auf dem Amboss aufliegt. Oder sieht man es noch nicht? Ne, es liegt nicht auf. Er zertrümmert sich gerade die Hand. Viel Spaß. Gut, aber jetzt genug Details begutachtet. Wir wollen ja eigentlich zu Amelias Mutter, beziehungsweise zu Hugos Mutter, Hugos Mutter. Und die sollte vielleicht hier im Haupthaus sein. Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Er betet, okay. Kann ich auch beten? Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie Gottes Strafe war. Okay. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Eine Gans? Leute verhungern. Quack, quack.
Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Mit wem redet er? Ist doch allein. Ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Okay, der kleine Bruder ist anscheinend krank. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Hat sogar der Mund bewegt sich bei manchen. Also, bei dem einen davor nicht, aber jetzt hier bei den zwei schon. Cooles Detail auch. Die haben ganz schön große Belegschaft. Ja, wenn das hier jetzt die Köchin ist. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Cool gemacht. Auch hier Mehl und die ganzen Zutaten und alles. Ja, so ein bisschen chaotisch. Richtig schön. Mit Liebe gemacht. Leveldesign. Finde ich gut. So, was gibt's hier oben noch? Was? Ist das ein grüner Teller, auf dem die Äpfel liegen? Oder ist es einfach nur... Naja, okay, gut. Hier haben sie nicht so viel Liebe investiert. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Zimt, also. Ja, war damals ziemlich viel wert. Heute wahrscheinlich immer noch. Ich weiß gar nicht, was kostet Zimt. Aber ich glaube, damals war es halt viel exotischer als jetzt. So, jetzt gehe ich aber immer noch falsch, oder? Wo muss ich denn hin eigentlich? Da war die Kirche, oder? Nicht? Nee. Was ist das? Ist das ein Klo? Oder ein Beichtstuhl? Oder beides? Verstehe ich nicht. Die Tür kann man nicht öffnen, okay. Ja, gut. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Mal gucken, was sie ins aufs Bett gelegt hat. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Ach, nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Schön. Gut. Ah, und die hat auch so einen Beichtstuhl im Zimmer. Wahrscheinlich nur ein normaler Schrank, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wirklich... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann gab es da noch ein Zimmer, oder? Ja, große Truhe. Wieder ein Sessel, Thron, was auch immer. Mit einer Laute, die man leider nicht benutzen kann. Schade. Und wieder so ein Beichtstuhl. Okay, gut. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt alles gesehen. Okay, dann gehen wir zur Mutter rein. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Oh, was ist jetzt los? Aber
aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Okay, was passiert da? Kann man da rausgucken bei dem Fenster? Man sieht da nicht wirklich was, ne? Da vorne vielleicht? Ja, die Sonne blendet, ne? Das haben sie gut gemacht. Okay, in dem Fall können wir ja mal hier das Arbeitszimmer ein bisschen begutachten. All diese Tränke. Mutter, Mama? Wirst du ihn jemals heilen können? So, die Mutter ist also Medizinerin. Mama, bist du da? Kann man den Riegel nicht aufmachen? Guck mal hier. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Okay. Kristalle. Sehr mysteriös alles. Wir hätten so riesen Kristalle daheim rumliegen. Wo ist er? Hugo? Ach, ja, ich sehe schon. Ja, das haben wir alle früher mal gemacht, ne? So eine Burg gebaut aus Decken. Eine Deckenburg. Ist halt die mittelalterliche Version. Aber zuerst gucke ich mir den Rest an. Die hat auch einen Beichtstuhl und ein Schild. Und ein Reitpferd. Und das ist anscheinend der mittelalterliche Spielteppich. Cool. Sehr cool, sehr cool. Gut. Hallo? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Oh, krass. Alter. Durchsucht das Haus. Was? Ist das Mama? Tja. Verdammt, Leute. Ihr müsst ihr Leben fangen. Wenn er verletzt ist, steht ihr dafür klar. Und was macht ihr mit dem Mädchen? Dasselbe, was ihr mit den anderen getan habt. Tötet den Kleinen. Tötet alle, was ihr euch für den Weg stellt. So Leute, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge A Plague Tale: Innocence. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, bis dahin, euer Thales.